Ja, es hat mir andere Zeiten gegeben, nicht? Das sehen Sie. Das haben Sie also ein bisschen lachen müssen. Ne? Ja. Ja, 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 lachen müssen, lachen wollen habe ich aber nicht. Sie haben mich geradezu sozusagen dazu gezwungen, das war ein regelrechter Lachzwang. Ja, aber besser fühlen Sie sich doch, ne? Oder? Ja, ja, ich fühle mich besser. Und Sie fühlen sich wohl auch besser. Na, und das Publikum fühlt sich auch besser? Ja. Ja, aber was hilft's denn? Die Welt wird doch dadurch nicht besser. Warum sind Sie denn immer so pessimistisch? Bin ich doch gar nicht. Ein Pessimist ist doch nur ein kurzsichtiger Optimist. Aha, nein. Das ist ein optimistischer, vergesslicher Pessimist. Ja, eben. Aber ja, Sie brauchen doch nur die Zeitung zu lesen. Und Pessimisten sollten besser gar keine Zeitung lesen. Ja, eben, das sage ich doch gerade. Nichts als Gewalt, Kriege, Wirtschaftskrise, Ungerechtigkeit. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Dann machen Sie es sich aber ein bisschen einfach. Wieso? Naja, wer ist denn überhaupt reich? Und wer ist arm? Naja, gute Frage. Dann nehmen wir doch jetzt mal zum Beispiel uns zwei hier im Kaffeehaus. Ja? Ja. Also Sie, der Gast. Also Sie sind ja offensichtlich reich, wenn Sie sich unsere Preise leisten können. Ja. Und der Kellner, also Sie, sind reich, nachdem Sie diese Preise von mir kassiert haben. Ja, dann wären wir ja beide reich. Aber nacheinander. Und wenn der Gast die Rechnung schuldig bleibt? Dann sind wir beide arm. Gleichzeitig. Yeah. Es freut mich, Günter Dohler hier sitzen zu haben und mit ihm plaudern zu dürfen. Ja, wenn man, so wie ich, doch schon ein paar Jährchen auch auf der Welt ist, sieht man doch, kann man sich an einige Sachen im Fernsehen erinnern. Aber Günter Dohler macht nicht nur Fernsehen, sondern viel mehr. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt mit den Erinnerungen anfange, ich meine, da kommen wir ungefähr eine Stunde oder zwei Stunden reden, nicht? Naja, es ist so, schau, das Interessante an meinem Werdegang ist eigentlich der, dass ich so viele Dinge fast von Anfang an, natürlich, wie ich zum Fernsehen gekommen bin, hat es das Fernsehen schon längere Zeit gegeben, aber nur, ich habe noch mit Schwarz-Weiß begonnen und wir sind dann in Farbe übergestiegen, allein das, was sich da abgespielt hat an Umschminken und Neuschminken und wie plötzlich, also das Quant nicht gestimmt hat und das Quant nicht gestimmt hat, weil wir ja vorher Quant nur noch im Grauwert dran gehabt haben, ja, nicht? Okay. Das heißt also, eine rote Jacken und ein blaues Hemd waren beide gleich grau, nicht? Ja, ja. Dadurch haben wir im Schwarz-Weiß-Fernsehen die verrücktesten, nämlich Farbkombinationen angehabt, die man allerdings zu Hause ja nicht gesehen hat, nicht? Ja, ja. Aber nur, damit wir eben im Grauwert auseinander sind, nicht? Und wie man dann in Farbe umgestiegen, mussten wir plötzlich geschmackvoll werden, nicht? Also dann sind die Geschmacklosigkeiten vorher nicht mehr gegangen. Die Schminke hat sich total geändert, weil das Farbfernsehen, das hat die ersten Farbfernsehen, die Plumbicons haben den Rotanteil der Haut sehr stark betont. Das heißt, wenn du jetzt normal geschminkt hast, hast du immer trotzdem ein rotes Gesicht gehabt. Jetzt haben wir immer eine Schminke gekriegt, die dir das Rot ausfiltert, auf gut Deutsch. Wir waren im Fernsehen, haben wir halbwegs normal ausgeschaut, nur privat haben wir ausgeschaut wie die Wasserleichen. Also ich meine, total gebleicht und so. Nicht? Also jetzt spreche ich aber wirklich von der Steinzeit des Fernsehens. Nicht? Mhm. Ja, wobei, wenn ich mir das heutige Fernsehen anschaue, da kennt ich wieder nicht mehr mit. Wenn ich im Fernsehen Regie geführt habe, also bei einer Konrad-Sendung, habe ich drei Kameras gehabt. Oder wenn überhaupt viere, dann hat es immer eine war unbesetzt. Also das war dann immer so die Rettungstotale. Wir haben beim Schnitt ausgeflogen sind, sind wir auf die Totale zurückgegangen und dann haben wir uns wieder in den Schnitt hineingeworfen. Heute, ich weiß, vor ungefähr einem Jahr war ich bei irgendeiner Dancing Star oder so irgendwas, nur am Regieplatz. Ja, dort waren 18 oder 20 oder 24 Kameras, das kennt ich. Könnte ich heute gar nicht Regie führen. Ich kann keine 24 Kameras überblicken. Mhm. Ich wüsste ja gar nicht. Und der Regisseur hupft da dummer dumm wie ein Kasperl und sagt, na, jetzt geht's. Und so, aha, ja, ich bin gesessen, ich habe meine drei Kameras gehabt und so weiter. Da gefahren wir eins, cut. Nächste Kamera 2, geh ein bisschen größer, ja. So, Kamera 2, Achtung. Hat und so, also so, war so einfach, war so schön, so, also nach heutigen Begriffen war es so schön und also richtig gemütlich, obwohl es damals auch nicht gemütlich war, weil wir haben damals genauso Sendungen, 90-Minuten-Sendungen mit drei Kameras und eine unbesetzt liefern müssen, Live-Sendungen. Nicht?
Aber trotzdem, wenn ich mir das heute anschaue, was da für ein Gewurre und Gewusel ist, dann haben wir auch nicht immer so schnell geschnitten wie heute, nicht? Sondern wir haben halt, wenn ein Sänger ein Lied gesungen hat, dann sind wir halt eine Strophe lang auf Ärm geblieben, ne? Mhm. Und haben nicht zwischendurch und dort und dort und dort und dort überall hingeschaut, sondern wir sind am Sänger geblieben. Der Sänger hat gewusst, das ist meine Kamera, und hat dem Publikum daheim das Lied vorgesungen, ne? Ja, ja. Also, es war anders. Also, ich könnte, heute könnte ich nicht mehr Fernsehen machen. Mhm. Absolut nicht. Moritz, wo steckt der denn schon wieder? Der wird doch hoffentlich nicht an Trübsalblasen eingeschlafen sein. Ach, Tola, bitte, was ist denn? Sind Sie immer noch da? Ja, aber ich bin schon langsam hungrig. Jetzt vielleicht eine Gulaschsuppe für mich. Ich hab sie oder Frankfurter. Hundertmal gesagt, die Küche ist geschlossen. Na, oder wenigstens was Kaltes. Ja. Eiswürfel. Nicht so kalt. Ja gut, ich werde schauen, ob wir in der Vitrine vielleicht noch ein paar Lachsbägel haben. Bägel? Na ja, das ist ein Germteiggebäck, so eine Semmel mit einem Loch in der Vitrine. Ich weiß, was ein Bägel ist, aber was kostet das? 4 Euro. 4 Euro? Das ist aber geschmolzen für eine Semmel mit Loch. Sie müssen es ja nicht nehmen. Und wenn ich nur das Loch nehme, ohne die Semmel drumherum? 5 Euro. 5? Wie kann das sein? Na, hören Sie, für meinen Aufwand, ich muss jetzt erst einmal die Semmel von dem Loch wegschneiden. Ist der Lachs wenigstens frisch? Ja, aber natürlich, unserem Fischhändler können Sie blind vertrauen. Blind? Weil der Geruch Ihnen schon alles über seine Fische aussagt. Na, er hat mir hoch und heilig geschworen, dass der Fisch absolut fangfrisch ist. Als er mir vor 3 Monaten geliefert hat. Jetzt war ja nicht nur Fernsehen, sondern es war ja auch Schauspiel, es war Kabarett. Noch früher. Noch früher. Gibt es irgendetwas, was Sie ganz besonders gern gemacht haben, wo Sie eigentlich das Hauptaugenmerk hingehängt haben? Jetzt muss ich wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Genau genommen bin ich in meinem ganzen Leben nie das geworden, was irgendwie geplant war. Von meiner Eltern und mir zusammen, ich war ein braver Bub, ich habe gefolgt, hätte ich eigentlich Mittelschulprofessor in Deutsch und Musik werden sollen. Also mein Studium in Germanistik und Musik. Da haben sie mir an der Wiener Musikakademie, die damals geheißen, haben sie mir die Lust an aktiven Musizieren derartig ausgetrieben, weil die dort so verknöchert waren, so entsetzlich verstaubt, so verkrustet, dass ich wirklich dort die Lust, obwohl ich heute noch eigentlich ein Musiker bin, in meinem tiefsten Innersten, aber die haben mir das ausgetrieben. Und da ich damals auch politisch tätig war, ich war damals beim VSSTÖ-Verband, war ja Arbeiterkind, das studieren durfte, ne? Verband Sozialistischer Studenten Österreich, dort habe ich es bis zum Sozialreferenten gebracht, und dann eines Tages hat das Theater in der Josefstadt bei uns angerufen, ob wir Leute haben für Komparserie. Dann habe ich mich selber vermittelt und stand plötzlich in der Josefstadt auf der Bühne mit Susi Nicoletti und Walter Reier und Elfriede Ott und so. Na, und da habe ich Feier gefangen. Nicht? So bin ich dann umgestiegen, also Schauspielschule. Gut, Konservatorium Breiner habe ich gemacht. Wie ich dort fertig war, kein Engagement. Wenn man damals nicht vom Reinhard-Seminar gekommen ist, hast eigentlich wenig Chancen gehabt. Es hat in Wien zwar einige Kellertheater, sehr gute Kellertheater gegeben, aber die waren alle so Ensemble, es waren so Klüngel, es waren so Gruppen. Ja. Und wenn man in keine von diesen Gruppen hineingefunden hat, war es chancenlos. Und da hat es dann noch ein paar gegeben, denen es auch so gegangen ist. Und so ist dann, haben wir dann selber eine Kabaretttruppe gegründet. Auch Zusammenschluss mit einer Grazer Truppe, die auch ein bisschen übrig geblieben ist und so. Und da ist dann das Kabarett der Würfel draus geworden, nicht? Das haben wir dann von 63 bis 69, haben wir dann in unserem eigenen, in der Himmelfortgasse und darin am Keller, haben wir sehr erfolgreich gespielt. Und dann ist der Würfel auseinandergegangen, ja, dann bin ich wieder da gestanden, was mache ich jetzt? Ich war damals noch dazu der letzte Geschäftsführer im Würfel und wir hatten noch Schulden, wie wir aufgehört haben. Das heißt, ich bin als Geschäftsführer einer GmbH auf den Schulden gesessen. Das hat wieder mein damaliger Chef, unser Kabarettchef war gleichzeitig dann schon Unterhaltungschef im Fernsehen. Ich sage, das ist wahnsinnig kompliziert. Der Kuno Knöbel. Mhm. Und der Kuno Knöbel hat gehört von der Misere, dass sie auf den Schulden sitzen blieb,
bin und habe mich, bin ins Fernsehen geholt mit 61 Jahren, habe gesagt, ich habe gehört und so weiter, reden wir nicht drüber, du bist jetzt der Redakteur bei uns und du kümmerst dich dabei um einen Konrad, bis wir einen anderen haben. So, dieses Provisorium war natürlich endgültig, weil ich habe den Konrad dann bis zu seinem Tod betreut, nicht? Also 16 Jahre insgesamt, ne? Habe ich dann alle Konrad-Sendungen gemacht, also die Fernsehsendungen, ja. Nicht die Radiosendungen, die hat er sich selber gemacht. Und so bin ich schon wieder was gewesen, was ich eigentlich nicht sein sollte. Auf das Kabarett war ich dann ein bisschen sauer, weil ich mir gedacht habe, das ist auf der Bühne und jeden Tag gehen müssen. Habe mir gedacht, na, das ist jetzt vorbei. Nur zwei Jahre später haben wir dann, da war ich dann Fernsehredakteur, haben wir dann eine zusammen mit dem Edwin Frisch, das war der Unterhaltungschef vom Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, haben wir dann eine Sendung namens Wer dreimal lügt, erfunden quasi. Und naja, die habe ich halt in Wien, damals war der Gerald Schischkowitz war damals der Unterhaltungschef, Knöbel war schon wieder weg. Der Schischkowitz wollte die Sendung haben, gut, haben wir gesucht, einen Präsentator, haben alle möglichen Leute, haben wir damals haben wir noch getestet, nicht gecastet, ne? Und haben halt getestet und eigentlich, ich habe das eine bestimmte Vorstellung gehabt, hat mir keiner passt. Dann ist der Schischkowitz eines Tages in die Studiorunde gekommen und gesagt, heißt Alter, na Alter hat er noch nicht gesagt, das heißt damals noch nicht gegeben, also heißt Günther wahrscheinlich. Wir haben in 4 Wochen Sendung, es wird Zeit, dass da wer einfällt. Und ich sagte, was nicht, sagt er, ja, zeig mir, wie stellst du es denn vor? Habe ich mir selber vor die Kamera gesetzt, den Text konnte ich ja bereits, ja. Ne, durch die dauernden Übungen mit den Kollegen, ne? Und wie ich rausgekommen bin, habe ich gesagt, hör auf zu suchen, du machst das. Da war ich wirklich etwas verblüfft, weil damit habe ich nicht gerechnet. Man könnte mir jetzt nachsagen, dass das ein Schmäh von mir war. Ich habe mir dann selber die Kamera gesagt, damit es eh wäre. Aber da war ich wirklich von den Socken. Und dann hat halt eine Karriere begonnen, die eigentlich nach damaligen Begriffen beispiellos war. Nicht? Das wäre am nächsten Tag, war schon Presseaussendung draußen, neuer Lügenbaron Günther Toller, vom Kabarett haben sie mich ja schon kennt, wir haben ja schon sehr viele Kabarettsendungen im Fernsehen gemacht, dadurch war ich ein ganz Unbekannter. Ja, und dann bin ich auf einmal Moderator gewesen. Damals haben wir ja nur 2 Programme gehabt, das heißt also, meine erste Sendung hat 79% Seherbeteiligung gehabt und die zweite Sendung, dank der Mundpropaganda, sogar 82% Seherbeteiligung. Also davon kannst du heute natürlich nur träumen, ist klar. Und das waren ungefähr 3,2 Millionen Zuschauer, ne, in Österreich. Ja. Ja, kann man sich vorstellen. Ne? Das war was. Da warst du von einem Tag auf den anderen weltberühmt. Nicht? Also ich war plötzlich eine Berühmtheit. Ne? Ja. Dann ist heute halt nebenbei, aber nicht nebenbei, sondern hauptberuflich immer noch die Redaktionsarbeit gemacht, das Moderieren. Wir reden heute oft leider, mein Gott, Herr Tolle, ich habe mir jede Woche Ihre Sendung angeschaut. Ich habe nicht jede Woche eine Sendung gehabt. Ich habe im Jahr 10 Stück gehabt. Das heißt, so ungefähr alle 6 Wochen habe ich Sendung gehabt, nicht jede Woche. Aber nur in der Erinnerung, sehr lange her, schiebt sich die, habe jede Ihrer Sendungen gesehen. Ja, und dann ist eben haben wir einen neuen Unterhaltungschef gekriegt, Schischkowitz ist gegangen, dann haben wir den Wolfgang Lorenz, der wollte unbedingt mit dem Toller eine neue Sendung haben, die wollten sich alle nicht mit fremden Federn oder mit vorherigen Federn schmücken, haben wir dann eine Sendung namens Rätselbox gemacht, so, dann ist wieder der Knöbel gekommen, der wollte wieder eine neue Sendung mit dem Toller haben, haben eine Sendung gemacht, die hat geheißen, was schätzen Sie, nicht zu vergleichen mit der heutigen, sondern war anders, die war aber die hat mir nicht gefallen, sagen wir mal so. Die haben wir nur ein knappes Jahr gespielt. Dann haben wir aufgehört, aber wir haben schon wieder einen neuen Unterhaltungschef gekriegt. Das heißt, man kann sagen, und die Unterhaltungschefs sind permanent gegangen, Dola ist blim. Ich bin blim, ja. Aber die alten Chefs haben gewechselt. Mhm. Dann ist der Harald Windisch gekommen, ne? Und wie der hat dann erfahren, dass ich mit was schätzen sie aufhöre, hat er gesagt, na, du brauchst mir schon was ein. Das Erste, was ich tue, ist den Dola absetzen. Nein, mir taugt die Sendung nicht und komisch, ich habe mir das damals leisten können. Heute gibt doch kein Mensch freiwillig eine Sendung auf. Ja, aber ich hab aufgegeben. Aber es hat ja nicht lange gedauert, kam die Bundeswirtschaftskammer an uns heran und gesagt, bitte, wir müssen etwas tun, damit wir die österreichischen Qualitätsprodukte in Österreich besser verkaufen. Naja, Made in Austria. So ist Made in Austria dann entstanden. Naja, und das ist es dann geblieben. Das ist dann bis, da habe ich dann 12 Jahre, glaube ich, habe ich das gemacht. Ja, wir sind ja noch gar nicht am Ende. Ja.
Ja, was machen wir jetzt da mit den Zuschauern? Ich fürchte, die wollen bis zum Ende da bleiben. Wir müssen uns doch irgendwas einfallen lassen. Ja, aber die bleiben doch sowieso und wir müssen halt ein bisschen improvisieren. Ne? Improvisieren, ja, meinen Sinn nach. Heutzutage muss doch so ein Unterhaltungsprogramm schon besonders gut sein. Das Publikum, abgelenkt durch Sport und Politik, wird immer kritischer. Nur die Wiener nicht. Wenn im Theater ein gutes Stück ist, dann interessiert sich der Wiener nicht für Politik und nicht für Sport. Da geht er ins Kaffeehaus. Und geht nicht mehr weg, bleibt da sitzen bis zum Ende. Eben. Tut mir leid, da fand mir jetzt auch nichts mehr an. Ja, ja. Das war übrigens gerade ein Dialog aus einer Doppelkonferenz von Farkas und Grünbaum. Hm? Ich meine, Sie merken das schon, gell, wenn wir von der trivialen Prosa plötzlich umsteigen. Das Geschwollenes reden. Aber ja, der Grünbaum, das ist mir doch wieder ein Apropos in den Schoß gefallen. Der hat sich auch oft Gedanken gemacht über das Ende. Und dann kam man ja diese verflixten Anfang 90er Jahre, wo es dann bei mir ein bisschen turbulent hergegangen ist, also mit Selbstmord meines damaligen Lebenspartners, meinem Outing als Schwuler. Und da hat sich dann mein Leben so umgekrempelt, dass ich eigentlich hinterher nicht bereit war, das vorherige Leben fortzusetzen. Also mir ist plötzlich durch diese Schicksalsschläge alles Vorherige so sinnlos vorgekommen, weil du hast, da baust du auf eine Beliebtheit und dann radierst du einfach deinen wichtigsten Lebenspartner weg und so. Also das hat mich damals sehr, sehr, sehr durcheinander gebracht und hat dann zur Folge gehabt, dass ich faktisch halt dann keine Sendung mehr gehabt habe. Man hat dann später immer gesagt, da sieht man, wie das Fernsehen mit Schwulen umgeht, kaum hat der Toller sich geoutet oder keine Sendung mehr. Das ist ein Blödsinn, es war umgekehrt. Zuerst hat der Hofbauer, war damals wieder Unterhaltungschef, hat Dr. Hofbauer gesagt, dass Medien Austria nach 12 Jahren Hauptbauprogramm ins Vorabendprogramm übersiedelt. Das war für mich eine fürchterliche Demütigung, so habe ich es zumindest empfunden. Und habe gesagt, dann mag ich es nicht mehr, dann höre ich auf. Ne? Das hat er sehr kurz zur Kenntnis genommen. Es ist ja auch die Sendung ist dann im Vorabendprogramm weitergelaufen. Da hat dann die ersten 6 Stück eine gewisse Vera Russwurm gemacht. Und dann den Rest des Jahres hat dann der Alfons Haider gemacht, nicht? Und der hat dann, der kann keiner von denen was dafür. Die Sendung ist also einfach im Bach gegangen. Aber das lag nicht an den Moderatoren, sondern daran, A, dass es sich überlebt hat. Und B, die habe ich für mich erfunden. Die hat eigentlich nur mit mir funktioniert. Ja, also ich will jetzt gar nichts, der Haider hat es großartig gemacht, aber es war nichts mehr zu machen. Es ist oft das Schicksal bei solchen Sendungen, dass die auf den Moderator so hingeschneidert sind oder so assoziiert werden, dass dann kein anderer Chance dann hat. Dann funktioniert es einfach nicht mehr. Ne? Ja, naja, und dann war ich aber eh schon in meinem letzten Jahrzehnt, Berufsjahrzehnt, weil im ORF im Dienstvertrag steht drin, dass man mit 60 Jahren in Pension geht, naja. Das war dann 1999, aber die 9er Jahre, das waren eben meine Jahre. Ne? Mhm. Ja, dann bin ich in Pension gegangen und dann habe ich wieder ein bisschen angefangen zum Theater spielen, aber da haben ja so viele Leute gar nicht mehr gewusst, dass ich eigentlich Schauspieler bin. Okay. Da waren ja 30 Jahre dazwischen. Mhm. Ne? Da hat es damals 30-jährige Theaterdirektoren gegeben, ne? Die meinen, das sind, wie ich das letzte Mal Theater gespielt habe vorher, sind die gerade auf die Welt gekommen und so. Also, dadurch war das Wiederaufleben des Schauspielers eine eher, wie soll ich sagen, mühsame Sache. Aber ich bin einer, der sich sehr schnell in Situationen hineinfindet und ich habe dann sehr schnell begriffen, naja, also die große Karriere als Schauspieler wirst du nicht mehr machen, aber leistet dir heute Genugtuung, du spürst, wenn es dir Spaß macht, müssen tue ich nicht, ne? Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann spürst du halt nicht, ne? Und ja, so habe ich mich jetzt, also jetzt bin ich genau heuer, die 9er Jahre, 99 in Pension, jetzt haben wir 2019, bin ich 20 Jahre in Pension, ne? Und 80 Jahre ja, alt werde ich heuer. Naja, also damit. Und immer noch Theater spielen? Kabarett auch noch, oder? Nein, nichts mehr. Das machen wir gerade noch hier im Forum, machen wir das Jüdische zum Lachen, das haben wir aber schon 2 Jahre, haben wir das nicht hier, sondern woanders und waren auf Tournee damit, haben wir das gespielt, das machen wir jetzt noch 3-mal, dann ist das vorbei, dann ist für 2020 lustigerweise noch die Wiederaufnahme eines Stückes geplant, das ich hier vor 7, 8 Jahren gespielt habe, wo sie mich unbedingt wieder dabei haben wollen.
Aber das geht eigentlich schon über die Zeit hinaus. Ich habe eigentlich beschlossen, aufzuhören. Es ist mir nicht einmal zu mühsam. Ich habe so viele tolle Dinge erlebt, dass ich mir sage, was blockst du jetzt durch die Gegend? Das, so den richtigen Bock habe ich eh nicht mehr. Ja, natürlich ruft ein Theater an und sagt, würden Sie das und das spielen? Fühlt man sich im ersten Moment geehrt. Wenn ich dann noch ja sage, ab, spätestens bei der dritten Probe sagen, was habe ich, trottel mir das an da. Also, so, gut, dann braucht man sich halt durch die Gegend. Ja. Gut, das Spielen selber geht dann wieder, das ist ordentlich terminisiert, da spielt man halt dann ein, vorher hat man halt dann eine, ich wohne mittlerweile am Land draußen, also mal so 50 Kilometer nach Wien aus, 50 Kilometer aus. Aber das ist alles machbar. Nur komischerweise, mein Ehrgeiz auf diesem Gebiet zu glänzen, sagen wir mal so, ist der Null sehr nahe. Und zwar, ich stelle das einfach fest, das ist nicht ein Beschluss, den ich gefasst habe, sondern ich stelle einfach fest, eigentlich heute gefreizt wie ich nicht mehr so recht. Gell? Ich glaube, das Recht hat man aber. Ne? Ja, mit 80 darf man doch wohl nachlassen. Ja. Nicht? Und naja, und jetzt, ja, da bin ich im Augenblick. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Familie. Ich habe meinen seit mittlerweile fast 20 Jahren meinen Mann. Wir sind verpartnert. Wir haben zwei Hunde. Ich habe ein Haus draußen, das zu pflegen und zu hegen. Also ein Garten, in dem immer wieder was zu machen ist. Es ist so schön, dass eine Fahrt in die Stadt herein, wie ich es mittlerweile schon nenne, ich fahre in Stadt, ne? fast eine Störung meines schönen Lebens ist. Ne? Also, was ist der momentane Status? Und ich glaube nicht, dass sich an dem in Zukunft allzu viel ändern wird. Doch solange man nur sagt, I can't understand, gehört man nicht really dazu. Und solange man nicht weiß, dass ein Brasch ist ein Bürstel, ein Dog ist ein Hund und Hot Dogs ein Würstel, solange bleibt man das, was man Greenhorn nennt. Ja, der weiß halt gut, ob man Englisch kennt. Was sehr faszinierend ist, man will das ja eigentlich gar nicht machen und es ist alles ein Erfolg geworden. Ob es Moderieren ist, ob es Kabarett ist, ob es Schauspiel ist. Ja, ich glaube, das führe ich aber darauf zurück, dass mir meine Eltern, so gut sie konnten, eine hervorragende Ausbildung zukommen haben lassen. Ich habe in Linz das Humanistische Gymnasium gemacht mit Latein, Griechisch und Englisch. Ich habe in Linz im Bruckner Konservatorium Klavier spielen gelernt. Ich habe, weil ich so gut war, einen Freiplatz für Oboe gekriegt, weil ich so gut war, einen Freiplatz für Kontrabass gekriegt und dann auch noch Harmonielehre und Kontrapunkt. Habe ich auch alles noch in Linz gemacht. Und komischerweise, diese Harmonielehre und Kontrapunkt war dann auch der Fallstrick, warum ich in Wien dann unglücklich geworden bin. Ich hatte in Linz einen damals sehr modernen Komponisten, Hans-Jörg Klein, der hat mir gezeigt, dass der strenge Satz nach Johann Sebastian Bach durchaus auch sehr modern verwendet werden kann. Dann bin ich nach Wien gekommen, war ein bisschen fad, Harmonielehre und Kontrapunkt, haben wir auch gehabt, wieder von Null an, von vorne an, haben wir den berühmten Professor Dr. Ernst Titel gehabt und der war strenger. Nämlich nicht streng im bösartigen Sinn, sondern streng im Satzsinn. Und da ist mir Folgendes passiert, wir hatten einen Choral zu harmonisieren, vierstimmig oder fünfstimmig, weiß ich wie, und mussten dann immer, das war Hausarbeit, ne? Also wie in der Volksschule, ne? Aber so war die Akademie damals. Und da mussten wir immer am Klavier vorspielen, was wir da harmonisiert haben, und erst mit dem Rotstift, hat wirklich einen echten Rotstift gehabt, ist dann hinten gestanden, hat mitgelesen, was wir da gespielt haben. Und da habe ich bei einem Choral, habe ich mir eine etwas schräge Version mit ein bisschen jatzigen Akkorden, die aber nach dem strengen Satz richtig sind. Nur halt nicht wie Johann Sebastian Bach klingen, sondern halt ein bisschen schräg. Herr hinter mir, der ist hinter mir gestanden, wildes Schnaufen, dann hören Sie auf, das ist eine Entwürdigung dieses Instrumentes. Das ist eine Entwürdigung und so weiter. Also er hat alle Vokabeln, die es nur gibt, hat er strapaziert. Und dann hat er, das war so ein Klavier, wo dann Notenständer so ziseliert waren. Nicht? Mhm. Also bei alten Klavieren war das so. Und da hat er mit dem Rotstift, hat er in mein Notenblatt so hineingestochen. Also ich bin richtig erschrocken. Solche Adern hat er gehabt. Ich habe gedacht, den trifft der Schlag.
weil ich da ein bisschen eine modernere Version gespielt habe. Und das war der Anfang vom Ende meines Musikstudiums. Da habe ich mir dann gedacht, na, Alter, das geht nicht. Das ist es nicht. Ich habe geglaubt, jetzt in der Musikakademie, in dieser Herrenanstalt, jetzt fängt es an. Und ich habe das Gefühl gehabt, hier hört es auf. Das war auch so. Was auch dann war, und wie gesagt, so bin ich halt, war mal nicht Mittelschullehrer geworden, sondern es hat meine Eltern dann etwas erschreckt, wie es dann, weil ich habe dann meine Eltern ein halbes Jahr lang belogen, dass ich die Balken gebogen habe. Habe ihnen dann nicht mitgeteilt, dass ich mit dem Studium aufgehört habe. Aber irgendwann ist die Mama draufgekommen, ich kann mich erinnern, in Oberösterreich, in Putzleinsdorf, in unserem Urlaubsort, fragt mich die Mama auf einmal, hat sich das Studienbuch von mir aus Wien schicken lassen, von der Uni, hat gesehen, dass ich gar nicht inskribiert war im letzten Semester. Okay. Hat der Papa gefragt, was machst du denn in Wien um unser Geld? Weil die Eltern haben mir ja noch gezahlt. Ne? Habe ich mir gedacht, na, wenn wir schon wissen, wie man Eichergeld macht, ne? Da war ich sehr aufmüpfig, gesagt, Schauspielschule. Wumms, hat sich beide hingesetzt auf die Betten. Naja, so nach dem Motto, was haben wir falsch gemacht? Er ist auf Abwege geraten. Aber scheinbar nichts, ne? Naja, das war ja dann ganz lustig. Meine Mutter hat dann dem damaligen Gewerkschaftspräsidenten Wolfgang Hebenstreit hat sie einen Brief geschrieben. Und nun war ich aber in der Josefstadt schon als Komparse und bin mit dem Hebenstreit, der hat auch im 5. Bezirk damals gewohnt, jeden Tag heimgefahren mit der Tramwei, mit dem 13er, der so sich so durchgeschlankt hat durch Wien. Und dadurch kannte ich ihn sehr gut. Und, also, und die Mama hat ihm geschrieben, und er hat ja zurückgeschrieben, ja, also natürlich, sein Sohn hat großes Talent und so weiter, man muss auch Glück haben und so weiter. War die Mama etwas beruhigt und dann hatte er Riesenmaßen. Im Jahr 1963, ich weiß es heute nicht mehr, wie das gelaufen ist, bin ich auf jeden Fall vom Fernsehen angerufen worden, 63, das war noch lang vor allen anderen Zeiten, ja, ob ich den dünnen Freier im König Drosselbart spielen möchte. Das möchte ich natürlich, habe ich gesagt, ja. Naja, und da war ich dann der dünne Freier, daneben war neben mir ist der Heinz Peters gestanden, der war damals auch nicht mehr als ich, und dann gab es, glaube ich, noch der Roger Murbach war der dritte. Da sind wir drei Freier dort gestanden und haben nur den Text Guten Morgen gehabt, das war es auch schon. Nur, ich war im Fernsehen. Und da haben meine Eltern, die ja nicht ganz blöd waren, sich gedacht, naja, wann der, kaum ist er fertig mit der Schauspielschule, schon im Fernsehen eine, wenn auch kleine, aber doch Rolle hat, dann kann es nicht so gefeit sein. Ne? Und damit war auch der häusliche Frieden sehr bald wieder hergestellt. Weil dann kam ja eh schon, naja, 63, da hat es eine Zeit gedauert. Ja. Aber oh ja, da habe ich ja dann als Schauspieler, habe ich ja dann schon beim Konrads ein paar Mal mitgespielt, bei den großen Konrads-Sendungen. Also, es war die Wiesn war gewahrt. Nicht? Also, aber nur halt, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, ich bin immer was anderes geworden, als irgendwann geplant war. Und hatte überall Glück. Und das führe ich auf die gute Ausbildung zurück, die mir meine Eltern angedeihen haben lassen. Weil mich hat nichts umschmeißen können. Wenn ich was nicht kennen habe, dann habe ich gewusst, wo ich nachschauen muss, dass ich es lernen kann. Ja? Also diese Denkschulung hat mir wahrscheinlich diesen seltsamen, slalomartigen Lebensweg ermöglicht. Sei es wie es sei, es waren wirklich sehr tolle Sendungen, teilweise einige verfolgt, es waren wirklich auch... Ich kann zufrieden sein. Ich glaube, es war... Die Sendungen, die ich, ich meine, ich denke, dass ich als Redakteur hatte ich eben die ganzen Konrads drauf, hatte ich den Dalli Dalli habe ich drauf gehabt und den EWG habe ich gehabt und so weiter. Das war aber nur redaktionelle Betreuung, nicht? Also, die mehr gemacht haben als die Moderationen. Die Moderationen waren ja gar nicht so. Ich meine, da hat man sich ja Wochen vorher hat man sich halt hingesetzt und hat sich ein bisschen zusammengedenkt. Ne? Also, so gesehen muss ich sagen, dort, wo ich sichtbar war, nicht, war ja auch sehr erfolgreich. Also, muss ich schon sagen. Bei aller Bescheidenheit, aber da habe ich Glück gehabt. Ne? Dann, aber die Tüchtigen haben das Glück, sagt man. Ne? Naja, das stimmt möglicherweise, das klingt jetzt so blöd, wenn ich jetzt von mir sage, das Sprichwort sogar, ja, ich war tüchtig, ich habe mich überall zurechtgefunden. Ne? Da ist was Neues gekommen und ich habe gesagt, na, gib mir eine Woche Zeit und dann habe ich es kennengelernt. Ne?
So, dann möchte ich schon recht herzlichen Dank sagen und wir freuen uns schon auf das heutige, auf die Lesung, auf das Stück heute. Ja. Und sind gespannt schon darauf. Das habe ich schon vergessen, ich muss ja noch arbeiten gehen. Eben, genau. Hat immer die Sängerin, die Lisa de la Casa, eine Sängerin, die ich geliebt habe, nicht? Da habe ich immer gesagt, weil ich glaubt, habe sie unterrichtet, habe ich sie gefragt, was sagen Sie denn eigentlich Ihren Schülern? Sagt sie, ich unterrichte nicht, sage ich, wieso? Weil ich würde ihnen sagen, hört auf zu singen, ist viel zu viel Arbeit. Und mir geht es manchmal so. Jetzt geh in die Hocken. Ne? Gut, dann sage ich schon danke. Danke schön. Heidi ho, heidi ho, halli hallo. And drinking is no crime. My Dr. Tosh, me, so.